Willkommen zurück, Freunde, hier in Polen auf der Rogatken. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag und euch geht's gut. Ja, wir haben es rechtzeitig geschafft, ihr hört es. Der Sonne fängt an und der Regen kommt schon. Es fängt schon an, leicht zu nieseln. Wir haben es aber geschafft, alles an Heu, was wir haben, erstmal hier reinzupacken. Ihr seht, die Kühe sind auf jeden Fall versorgt und sind auch schon fleißig am Fressen. Ja, wir können mal ganz kurz reinschauen. Was kam denn da eigentlich so jetzt zustande? Wir haben 18.343 Liter Heu. Das ist auf jeden Fall erstmal schon mal gut. Ich habe schon mal vorgeschaut, denn uns gehört ja noch das Feld 8. Darauf steht auch Gras. Das muss auf jeden Fall dann auch noch gemäht, gewendet und geschwadet und anschließend eingesammelt werden. Das werde ich aber dann einfach offscreen machen, denn ihr habt ja jetzt schon gesehen, wie es bei dem Feld 24 läuft, wie das funktioniert. Und wie wir uns da durchmanövrieren. Und da auch nochmal ganz kurz, damit ihr das seht, das Feld ist richtig ramponiert. Also da ist nicht mehr so viel an guter Grasfläche übrig. Wenn man hier mal ganz kurz gegrubbert ausschaltet, dann seht ihr, das ist nicht gut. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall in Zukunft nochmal dran und müssen dort einmal komplett wahrscheinlich neu ansehen. Und ja, das wird dann in der nächsten Folge oder je nachdem auch dementsprechend passieren. Aber weiter. Wir haben das Feld 34. Dort ist aktuell noch nichts drauf. Aber das ist ja nicht so schlimm, denn wir haben ja aktuell September und wie gesagt, das Feld ist noch nicht bestellt. Wir haben hier ja Kapazitäten, beziehungsweise haben ja jetzt noch den Saatzeitpunkt für Gerste und Weizen. Dementsprechend würde ich sagen, packen wir auf das Feld Weizen drauf, damit dort einfach auch für die Zukunft, für die Hühner auf jeden Fall definitiv genug Futter da ist und auch für die Kühe weiter Stroh. So wäre auf jeden Fall der jetzige Plan. Das würde ich dann auch so machen, aber ihr seht ja oder ihr habt es ja mitbekommen, es regnet und Wetter sagt, so gegen 13 Uhr ungefähr soll es aufhören zu regnen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir derweil so lange auf jeden Fall. Machen wir erstmal hier den Motor aus noch. Genau. Gehen wir dabei so lange mal ins Haus und warten dementsprechend, bis der Regen aufhört. Und dann werde ich mal mit dem guten VW. Nee, das macht keinen Sinn, weil wir müssen die Sämaschine ja tanken. Würde ich sagen, fahre ich mit der Sämaschine dann auf jeden Fall einmal zum Händler und werde die dort auffüllen, damit wir auf jeden Fall gewappnet sind für unseren Saateinsatz. Ja, ab geht's ins Haus. Bis gleich. So, Freunde. Und wie erhofft und wie gewünscht, der Regen hat aufgehört. Und wir können uns dann jetzt, ich würde sagen, wir nehmen dafür den Lanz. Und weil wir haben ja, also ich wäre auch gerne mit dem VW natürlich gefahren. Aber wir haben hier ja noch keinen Radlader oder Gabelstapler oder ähnliches, um das Ganze halt dementsprechend dann abzuladen. Deswegen nehmen wir den Lanz, hängen die Sämaschine dran und dann geht das los. Das haben wir abgekuppelt. Motor habe ich gestartet. Jetzt dauert es noch ein Momentchen. Na komm. Else, let's go. Ah, ihr wisst ja, die brauchen wir ein bisschen länger. Aber dafür macht es einfach unheimlich viel Spaß, mit dem Gerät zu fahren. Ja, komm. Schaffst es?
Na? Na? Komm, jawohl. Wir sind ready. Ready to go. Ab geht's, Seemaschine dran und dann geht's ab zum Händler. Einmal rückwärts hier. So, gucken wir mal, dass wir hier ordentlich relativ gut dran fahren. So. Und dann einmal hier dran das gute Stück. Und warum müssen wir die noch nicht noch ankuppeln eigentlich hier? Ist die doch schon ready to go oder was? Tja denn, ne? Dann würde ich sagen, einmal hoch und dann geht das los und wir düsen einmal zum Händler, Freunde. Abfahrt, 3, 2, 1, let's go. Ich würde aber sagen, ich erspare euch auf jeden Fall den langen Weg und wir sehen uns dann gleich beim Händler. Bis gleich. So, Leute, das war natürlich ein bisschen Quatsch, was ich da erzählt habe. Denn auf halbem Weg zum Händler dachte ich so, ey, warte mal. Ich guck mal ganz kurz was und dann ist mir aufgefallen, da ist ja schon so Hartgut in der Maschine drin. Also hat uns sozusagen der Verkäufer da schon ein bisschen ausgestattet und ich war schon auf halbem Weg. Aber egal. Not so bad. Wir haben auf jeden Fall jetzt 250 Liter Saatgut in unserem Behälter drinne und starten jetzt mal hier gleich los mit der ersten Saat. Ich hoffe auf jeden Fall, das wird gut. Bin mal gespannt, ob das hier klappt mit der Maschine. Ob unsere Maschine das auch so packt. So, noch ein Stück zurück. Mal einmal hier in die Vollen. So, sind wir an oder sind wir nicht an? Ich glaube, das sieht gut aus. Ich guck mal ganz kurz, Leute. Ja, das sieht doch schön hier. Wunderbar. Oh, die ist so schmal. Da brauchen wir auch unbedingt was Größeres. Das ist so... Ah, das ist so kleiner Fritz hier. Naja, it is wie es ist. Wir haben, was wir haben, ne? Wir können es nicht ändern erstmal. Auf jeden Fall los hier, ab rein mit dem Saatgut. Gute Weizen muss in the bottom. Gute Weizen muss rein. Sonst gibt das hier auf Dauer nichts. Läuft auf jeden Fall, es läuft. So, hier können wir dann gleich schon mal am Ende ausheben. So, machen wir erstmal ein paar Vorgewände, vielleicht so zwei Stück. Vielleicht auch drei, mal gucken, schauen wir noch. Mal noch ein Stück zurück. So. Runter damit. Und dann geht's hier auf die lange Seite. Ach Leute, ich sag euch, es ist, ja, klar, ich hab's mir nicht anders ausgesucht. Es war mein Wunsch, hierher zu gehen und das Projekt zu starten. Aber ich sag euch auch, wir brauchen in Zukunft auf jeden Fall ein bisschen größere Geräte. Und ja, die müssen, es muss ja nichts Neues sein. Es kann ja auch einfach irgendwie was Älteres sein. Hauptsache, das Ganze hat ein bisschen mehr Power. Und wir können da auf jeden Fall dann ein bisschen besser durchstarten. Und ein bisschen produktiver sein. Mir geht es nicht darum, um Gottes Willen, dass wir hier mit altem Gerät rumfahren. Um Gottes Willen, das ist absolut überhaupt gar kein Problem.
Ich meine, wer klein anfängt, der muss erstmal das nehmen, was er hat. Und wenn das halt alte Sachen sind, dann ist das halt erstmal so, ne? Um Gottes Willen. Aber wir müssen auf jeden Fall gucken, oder ich muss auf jeden Fall schauen, damit das Ganze ein bisschen mehr produktiver wird und wir dort ein bisschen stärkere Maschinen bekommen. Das wäre auf jeden Fall schon ganz super. Deswegen werde ich da auf jeden Fall mal in Zukunft schauen. Von mir war es für die nächste Folge auf jeden Fall überlegen. Natürlich auch wieder gerne mit Hilfe und Informationen, Gedankengängen natürlich von euch. Oh nein. Nein. Falscher Knopf, Leute. Aus Versehen die Maschine ausgemacht. Naja, jetzt warten wir mal ganz kurz, bis die wieder hochfährt. Das war natürlich sehr kontraproduktiv. Ah, so viel auch zum Thema Produktivität, ne? Es ist einfach... Ja, was soll ich sagen? Passiert. Egal. Wenn die ready ist, jawohl, geht's auf jeden Fall weiter. So, auf jeden Fall, wie gesagt, ich muss da auf jeden Fall ein bisschen produktiver werden, damit das hier alles auch bessere Formen annimmt. Und vielleicht müssen wir da doch einfach irgendwie in Zukunft vielleicht doch den Weg zur Bank machen und dort mal erfragen, ob da in irgendeiner Art und Weise, oh no, was möglich ist. Ich habe mich schon gerade gewundert, warum das hier so gut lief. Ja, natürlich vergessen, die Sämaschine runterzulassen. Ne? Das ist natürlich nichts. Das ist Schmutz. Ich sage es, wie es ist. Das ist Schmutz. Egal. Nochmal neu ansetzen. So. Jetzt aber dann runter. Ah. Anschalten. Das war das Problem. Runtergelassen hatte ich es ja. Aber ich habe es ja nicht angeschaltet. Jetzt läuft es. Genau. Stimmt. Maschine ist ja ausgegangen. Oder eher gesagt, my bad. Wrong button und so. Genau. Also ich werde da auf jeden Fall mal schauen und mal mich erkundigen, ob da denn irgendwie was möglich ist. Denn auf Dauer ist es nachher vielleicht einfach schwierig. Irgendwas Kleines, aber mit ein bisschen mehr Bums. Das wäre auf jeden Fall super. So, ein bisschen langsam hier. Mal hier rausheben. So. Bordele. Gehen wir hier nochmal runter. So, Bahn Nummer 2. Rein da mit dem Weizen, komm. Super. Klappt, das läuft. Ich sag ja nicht, dass die Maschine schlecht ist, um Gottes Willen. Es ist ja der Lanz Bulldog hier, der ist ja wirklich super solide. Und das Ding, das macht Laune. Also, das würde ich auch gar nicht abstreiten, um Gottes Willen. In keinster Art und Weise. In absolut gar keinster Art und Weise. Allein der Klang. Der Klang, der treibt mich allein schon jedes Mal zum Aufstehen und das Ding wieder anzuschmeißen. Das ist einfach absoluter Hammer. Ich finde das so geil. Das macht einfach Spaß. Aber irgendetwas, das ein bisschen mehr Bums hat, das wäre schon sehr, sehr nice. Also, da würd ich mich auch drin sehen. Ne? Vielleicht mal schauen. Vielleicht ist es ja möglich, bei der Bank was zu erfragen und dann vielleicht den alten Fendt gegen einen neueren Fendt tauschen. Was haltet ihr denn davon? Was ist eure Meinung dazu? Wäre das eine gute Investition, wenn es natürlich möglich ist von der Bank? Oder sagt ihr, nee, komm, probier es doch erstmal so und schau, dass du das Ganze auf
einem anderen Weg schaffst. Also wirklich mit harter Arbeit, Geduld. Ja. Lasst mich da mal an euren Gedanken teilhaben und sagt mir einfach frei raus, was ihr denkt. Bin auf jeden Fall da super angehalten, mit euch da definitiv zu kooperieren. Das soll ja alles super werden hier. Und wie ich schon letztes Mal gesagt habe, zusammen schaffen wir das. Zusammen kriegen wir das hin und zusammen wird das hier sehr, sehr geil. So, hier nochmal raus. Zack. Runter da und Abfahrt. Das ist auf jeden Fall herrlich. Also, da hinten sind zwar noch irgendwie so ein paar Regenwolken. Ich hoffe, dass diese sich verziehen und dass die nicht in unsere Richtung kommen. Das wäre not so nice. Aber mal schauen. Muss gut werden. So, ich würde sagen, machen wir noch ein Vorgewende und dann fahren wir Bahnen, damit das hier läuft. Oder ich mache es anders, ich fahre hier noch einmal quer sozusagen. Naja, okay, im Endeffekt kommt ja das, naja, nö, wir fahren hier noch einmal quer und dann fahren wir die Bahn. Ich denke, das sollte reichen hier. Das sollte klappen. Dann können wir auch relativ gut wenden auf unserem Feld. Das müsste reichen hier mit der, was haben wir, ich glaube, 3 Meter Seemaschine. Das sollte ja klappen. Das sollte ja funsen, ne? So. Wunderbar. Einwandfrei, Leute. So. Tschakka. Geht's. Komm, zieh, Junge! Ja, der Lanz tut sich ein bisschen schwer. Aber, oh nee, jetzt. Er hat nur ein paar leichte Schwierigkeiten, hier aus dem Quark zu kommen, aber dann, wenn er mal auf Touren ist, dann läuft es. Dann läuft es, Leute. Super. Schön. Schönes Teil einfach. Einfach ein schönes Teil. So, dann heben wir hier nochmal raus. Und dann geht das hier gleich weiter. Munter. Ach komm, wisst ihr was? Ich fahr. Nö. Nö. Wir haben gesagt, wir fahren jetzt Bahn. Fahren wir jetzt Bahn. Fahren wir nochmal hier eine Bahn zurück. Ne? Zack. Einmal einreihen, bitte. So. Immer runter damit. Und dann geht es hier rein, Leute. So. Wunderbar, Leute, wunderbar. Habe ich euch auch mal mitgenommen hier in den Weizen, also in die Aussaat vom Weizen. Ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt gerade so super spannend, aber ihr habt auf jeden Fall jetzt schon mal ein paar Gedanken von mir mitbekommen, wo das Ganze hier letztendlich hingehen soll. Und vielleicht auch
die ein oder andere Sorge rausgehört. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, von euch ein bisschen Feedback zu bekommen, zwecks weiteren Überlegungen, wie wir da vorgehen oder was ich da machen soll, sagen wir es mir ja mal so. Und ja, würde mich einfach freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschalten würdet. Lasst mir auf jeden Fall für diese Folge, wenn sie euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da. Da würde ich mich super darüber freuen. Das wäre super genial. Das würde mir im neuen Kanal sehr, sehr helfen. Und wieder mal vielen, vielen herzlichen Dank an die zahlreichen Aufrufe und die zahlreichen Daumen. Es ist mir eine unheimliche Freude, das zu sehen. Und das zeigt mir nur, dass euch das Format gefällt, dass ihr das super findet, was ich hier mache. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Ich werde hier jetzt mal noch weitermachen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann wird auf jeden Fall das Gras fertig geerntet sein. Also, was heißt geerntet? Fertig gemäht sein. Ich werde es definitiv dann auch gewendet haben, geschwadet, eingeladen und zu den Kühen gebracht haben. Gebracht haben? Ja. Ich werde auf jeden Fall die Kühe versorgt haben. So viel dazu. Und dann können wir uns mal auch vielleicht Gedanken machen, was wir mit den Grasfeldern machen. Beziehungsweise, ja, die müssen dann ja auch neu bestellt werden, denn man siehe sich das eine Grasfeld an, das sah ja aus wie Arsch. Und das kann ja nicht sein. Da wird dann ja in Zukunft die Produktivität des Feldes nicht mehr so sein, wie sie sein soll. Bis dahin, Freunde, wünsche ich euch auf jeden Fall, wie gesagt, einen schönen Tag. Passt auf euch auf, lasst mir gerne ein Like da. Nehmt auf jeden Fall das kostenlose Abo mit. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Kakao.